Hallo, willkommen bei Money, das kann jeder. Ich bin weiter im Depot Aufbaufieber, denn in ein paar Monaten möchte ich mit der Struktur des Langzeitdepots fertig sein. Und dafür hole ich mir jetzt die Position ins Depot, die ich dann später aufbauen möchte. Heute möchte ich die nächste Aktie vorstellen, die ich mir jetzt ins Boot hole. Diesmal eine Aktie für eine Branche, ja, die nicht einfach zu befüllen ist. Das liegt jetzt nicht daran, dass es keine guten Unternehmen gibt, aber viele dieser Firmen sind einfach recht hoch bewertet und daher habe ich mich echt schwer getan, hier eine passende Aktie zu finden. Bei welcher Aktie ich hier zugegriffen habe und warum, erfahrt ihr im heutigen Video. Also die Aktie, die ich jetzt ins Depot geholt habe, ist als Langzeitposition geplant. Das Unternehmen, was ich jetzt gekauft habe, ist die Keurig Dr. Pepper aus den USA. Aber was machen die überhaupt? Keurig Dr. Pepper ist ein US-amerikanisches Getränkeunternehmen, das kohlensäurehaltige Softdrinks, Säfte, trinkfertige Tees, Mischgetränke, aromatische Wasser sowie weitere Trinkprodukte produziert und vermarktet. Das Portfolio des Konzerns enthält über 125 Marken, darunter Keurig, Dr. Pepper, Green Mountain Coffee Roosters, Canada Dry, Snapple bei Mods und The Original Donut Shop. Zu den Hauptmarken gehören dann Dr. Pepper, Crush Canada Dry, Sunkist Sodas, Schweppes, 7-Up, A&W, RC Cola, Squid, Sundrop, Diet White, Wales, Country Time, Vernos und so weiter. Also hier die ganzen Marken aufzuzählen, das wird echt lange dauern. Tätig ist der Konzern vor allem in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko sowie in der Karibik. So, wir haben hier eine Marktkapitalisierung von ordentlichen 41,5 Milliarden Euro. Das erwartete KGV liegt bei 18,3, was ich für ganz okay ansehe. Man geht auch davon aus, dass das KGV in den nächsten Jahren durch steigende oder weiter steigende Gewinne sinken soll. Im Jahr 2024 könnte das KGV auf 17 runtergehen und dann 2025 hätten wir schon 15,75 laut Prognosen hier stehen und im Jahr 2026 könnte das KGV schon auf 14,27 sinken. Kommen wir mal zum Thema Gesamtverschuldung. Die belaufen sich Ende letzten Geschäftsjahres bei 26,7 Milliarden Dollar. Und das Unternehmen hatte zum gleichen Zeitpunkt gut 535 Millionen Dollar an liquide Mittel auf ihren Konten so rumliegen. Auf EBITDA-Basis hätten wir hier einen Verschuldungsgrad von 6,23, ein Wert, der nicht klein ist. Betrachtet man sich nur die Nettofinanzverbindlichkeiten, so sieht das Bild dann um einiges besser aus. Wir haben hier einen Wert von 10,477 Milliarden Dollar für das Jahr 2023 und in den nächsten Jahren soll sich das Bild dann weiter verbessern. Momentan gehen die Schätzungen davon aus, dass im Jahr 2024 die Nettofinanzverbindlichkeiten dann auf 9,6 Milliarden US-Dollar sich reduzieren, dann auf 8,49 Milliarden und das ist natürlich schon ein Bild, was um einiges besser ist. Auf EBITDA-Basis hätten wir hier einen Nettofinanzverschuldungsgrad von 2,44, was dann ganz okay ist. Vor allem, wenn man sieht, dass sich die Schulden in den nächsten Jahren stark verringern sollen. 2026 könnte der Wert laut Schätzung dann auf 1,78 sinken. So, kommen wir mal zur Gewinnseite. Der vermutete EBITDA-Gewinn für dieses Jahr liegt bei gut 4,289 Milliarden Dollar und der soll ja in den nächsten Jahren auch weiter steigen. Momentan geht man davon aus, dass er dann im nächsten Geschäftsjahr bei 4,517 Milliarden US-Dollar liegen soll und dann soll der EBITDA-Gewinn im Jahr 2025 schon auf 4,751 Milliarden US-Dollar steigen. Das Unternehmen hat dann auch noch ein gutes Free Cashflow, der ist positiv und liegt bei vermuteten 2,486 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2023 und der Free Cashflow soll in den nächsten Jahren auch weiter steigen. Momentan wird davon ausgegangen, dass er dann von 2,486 Milliarden auf 2,846 Milliarden steigen soll und dann im Jahr 2025 könnte der Free Cashflow schon bei 3,22 Milliarden US-Dollar liegen. Schaut man sich dann die vermutete Zukunft insgesamt an, ja, dann sieht das Bild eigentlich ganz gut aus. Umsatz und Gewinn sollen kontinuierlich steigen, die Nettoschulden sind in einem vertretbaren Rahmen und sollen in den nächsten Jahren weiter sinken und das Free Cashflow ist angenehm hoch und soll ebenfalls weiter steigen. Ja, das gefällt mir natürlich insgesamt. Kommen wir dann mal zu einem Punkt, der viele Anleger natürlich auch interessiert, Thema Dividende. Aktuell wird für das Jahr 2023 mit einer Dividendenrendite von 2,35% gerechnet. Ja, und die soll dann laut Schätzung in den nächsten Jahren weiter steigen. Im Jahr 2024 sollen vom heutigen Kurs aus gesehen 2,46% anfallen und die Dividendenrendite wäre dann laut Schätzung im Jahr 2025 bei 2,57%. Und das ist natürlich eine Dividende, mit der man leben kann. So, dann kommen wir mal zum aktuellen Geschäft. Ich habe mal die letzten Quartalszahlen mitgebracht, die zeigen, wie es aktuell so läuft. Ja, diese stammen dann vom 27.04.2023, sind also ganz frisch.
In Sachen EPS wurden 0,34 US-Dollar je Aktie ausgewiesen und im vergangenen Jahr hatte Keurig Dr. Pepper noch 0,33 US-Dollar je Aktie eingenommen. Also der Gewinn konnte um gut 3% jetzt gesteigert werden. Der Umsatz wurde auf 3,35 Milliarden US-Dollar beziffert und im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,08 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden waren, ist das natürlich eine schöne Steigerung von gut 8,76%. Experten hatten einen Gewinn von 0,333 US-Dollar je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3,30 Milliarden US-Dollar erwartet. Also hier lagen die Zahlen beides mal über den Schätzungen der Analysten. Tja, da habe ich auch schon mal Schlimmeres gesehen, muss ich wirklich sagen. So, kommen wir da mal zum Analystenbild und was die Jungs und Mädels mit der Glaskugel zu dem Unternehmen zu sagen haben. Momentan sagen 7 Analysten kaufen, 2 sagen übergewichten, 11 sagen halten, keiner sagt untergewichten und einer sagt verkaufen. Durchschnittliche Kurse liegt bei 36,22 Euro bei einer Spanne von 27,36 Euro bis 41,04 Euro. Das wäre dann ein Aufwärtspotenzial vom aktuellen Kurs bis zum durchschnittlichen Kurs von gut 21%. Dann springen wir mal zum Chart. Beim 10-Jahres-Chart sieht man die schöne Entwicklung über die letzten Jahre, denn die Aktie läuft in einem positiven Aufwärtstrend, natürlich unter Schwankungen, schön nach oben insgesamt aber. In dem Zeitraum konnte sich die Aktie dann auch gut versechsfachen. Seit dem August 2022 hoch bei gut 40,20 Euro ist die Aktie jetzt 25% runtergekommen und auf einem Niveau angekommen, das wir 2021 fast durchgängig gesehen haben. Ich fange jetzt mal mit einer ersten kleinen Position in meinem Depot an, hier reinzugehen. Sollte der Unterstützungsbereich bei 28 Euro jetzt nicht halten, das wären dann die 2021 Tiefstände und das Zwischenhoch aus dem Jahr 2019, dann könnte die Aktie bis zu den November 2020 Tiefs bei gut 23 durchaus laufen. Das wäre dann meine Zielzone, um die Aktie in meine Investzone 2 zu hieven. So, dann kommen wir mal zum Schluss. Also ich hole mir die Keurig Dr. Pepper Aktie zum einen ins Boot, da ich noch ein Unternehmen für die Getränkebranche benötige. Dr. Pepper gepaart mit den Firmen Coca-Cola und Monster Beverage ist in meinen Augen eine nette Mischung. Und mit diesen Firmen decke ich die Branche mit soliden und guten Firmen dann auch ab. Klar, eine Pepsi würde jetzt hier auch gut reinpassen, aber aktuell warte ich hier noch ein bisschen ab, weil ich finde sie noch ein bisschen zu teuer. Aber ich halte natürlich meine Augen auch hier offen. In Dr. Pepper bin ich jetzt gegangen, da mir das Unternehmen insgesamt aber ganz gut gefällt. Der Umsatz und Gewinn sollen weiter wachsen. Und wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dann ist das durchaus auch denkbar. Die letzten Zahlen haben wir eigentlich auch gezeigt, dass Wachstum beim Umsatz und Gewinn weiterhin vorhanden sind. Und das ist in der aktuell doch schwierigen Zeit eine Leistung, die ich dann doch berücksichtige bzw. gern sehe und auch anerkenne für diese Firma. Und das Bild ist natürlich dann positiv zu werten. Das Free Cashflow ist außerdem dann auch noch positiv und angenehm hoch. Das Bewertungsniveau mit einem erwarteten KGV von 18,3 für einen ersten Einstieg auch ganz interessant. Und das Analystenbild ist insgesamt ja auch positiv gestimmt. Das Kurspotenzial wird mit gut 21% angegeben. Daneben haben wir auch noch eine nette Dividende, die es ja dann auch noch gibt. Ach, eine Sache habe ich ja noch ganz vergessen, die sollte ich auf jeden Fall erwähnen. Bei der Firma gab es dann noch in diesem Jahr extrem viele Insiderkäufe. Alleine für das Jahr 2023 konnte ich 13 Käufe von diversen Führungsmitarbeitern finden. Und das waren auch ordentliche Beträge, die hier über den Tisch gegangen sind. Beim größten Kauf gingen mal 1,3 Millionen Dollar über die Theke. Und das bei höheren Kursen wie jetzt. Also in meinen Augen kein schlechtes Zeichen, wenn die Führungsmitarbeiter in so einem großen Maße hier zuschlagen. Tja, und was die können, das kann ich natürlich auch. Jetzt habe ich einen ersten Fuß erstmal in die Aktie reingesetzt. So in der Größenordnung, die ich aktuell immer wähle. Also so um die 20% meiner angepeilten Investsumme. Sollte die Aktie jetzt weitere Schwäche zeigen, dann werde ich natürlich hier gerne meinen Bestand immer weiter aufbauen. Wie und ob das klappt, werden wir dann sehen. Das war's dann für heute. Ich verabschiede mich dann mal und hoffe natürlich, dass der Blick auf die Aktie euch gefallen und auch eventuell ein bisschen geholfen hat. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen hoch freuen. Das würde mir helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja mal bei den ganzen leckeren Getränken ja mal vergessen werden. Dann macht das auch. Dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Videos von mir. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, euer Markus. Hat euch das Video gefallen, dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!